So, dann müssen wir doch jetzt mal gucken. Ja, ich bin wieder da. Ja, wir müssen gucken. Und zwar bin ich heute nur mal da, weil heute Karfreitag ist und ich ein bisschen Zeit habe und auch Lust habe. Werde ich jetzt da noch eine zweite Folge machen. Ich wollte jetzt nochmal hier zum Schmied gehen und wir sehen ja, wir haben hier eine Eisenrüstung. Eisenstiefel. Diamanten. Das nehmen wir auch mal mit und tun uns mal ein bisschen ausrüsten. Eisenspitzhacke nehmen wir auch mit. Und die Diamanten nehmen wir auch mit. Ich hoffe, dass wir nicht sterben werden. So, das lassen wir mal da. Brot nehmen wir mit. Und dann müssen wir ganz schnell. Hoppla, keine Musik. Moment. Keine Musik. So. Da sind wir wieder. Und dann müssen wir gucken, dass wir ganz schnell jetzt zum anderen Dorf kommen. Brot nehmen wir mit, falls wir unterwegs Hunger kriegen. So, okay. Diamanten, ja, wir haben bisschen was bekommen. Achso, das sind die Stiefel und das ist der Helm. So, jetzt sind wir mal ein bisschen geschützt hier. Was ich jetzt mal machen möchte, noch schnell. Halt. Hier Wegpunkte. Die tun wir mal löschen, wo wir gestorben sind. Und wir gehen jetzt zu Wegpunkt A. Das sind 853 Meter. Okay. Den lassen wir mal an, den machen wir mal aus und das machen wir auch aus. So, okay, dann weiter. Nicht lange aufhalten, ich hoffe, wir haben alles dabei. Ja, okay. Dann mal los. In eilenden Schritten gehen wir jetzt dahin. Das sind 800 Meter, das werden wir ja wohl schaffen. Vorsicht, Treibsand. Und dann werden wir gucken, hoffen, dass in dem Dorf, dass da in dem Dorf noch jemand überlebt hat. In dem Dorf können wir jetzt nichts machen. Unser Ziel wird sein, dieses Dorf wieder mit Leben zu befüllen. Und natürlich dann auch zu sichern. Wieder lebenswert zu machen, dieses Dorf. Da ist eine Höhle wahrscheinlich drunter. Ich gucke da nicht rein. Wir haben keine Zeit. Wir müssen dahin. Ach, Vögel hier aus dem Weg. Ich hoffe, dass die Kreaturen der Nacht jetzt schon alle wieder schlafen. Dass wir unbeschadet da ankommen. Meter noch. Das ist eine ganz große Strecke, was wir jetzt wieder zurückgelegt haben. Hier oben ist eine schwebende Insel, vorsichtig, da geht's runter. So, wir müssen dann gleich mal was essen. Essen wir gleich mal was. So, okay, und weiter. Eine Schlange oder irgendwas war hier. So, okay, gut, weiter, 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 weiter. Mit der rasanten Musik. Speedrunner, wir sind schneller wie ihr. 100 Meter noch und ich hoffe, dass die überlebt haben. Und dann sind wir gleich da. Ja. So, da hoch. Komm hoch, 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 hoch. Aua. Was immer das war, es tat weh. Da ist das Dorf, ich sehe es. Wir sind gleich da. Aua. Aua.
Gott sei Dank, die haben überlebt. Sie haben überlebt. So, wir haben es geschafft. Wir sind da. So, liebe Leute. Ja, ich... Warum habt ihr mir das nicht früher gesagt? Dass ihr hier Probleme habt. Ich war doch schon mal hier. Ja, die Kreaturen der Nacht überfallen euch ständig. Okay. Gut, dann werden wir jetzt uns mal irgendwo häuslich einrichten. Erstmal. Bauen hier eine Türe rein. Jawohl. Und setzen hier unser Bett rein. Na, komm her. Irgendwo unser Bett rein. So, gut, dann können wir hier nämlich schlafen. So. Das erste, was wir hier machen werden, ist erstmal eine provisorische Stadtmauer. Und dann werden wir dieses Haus hier wieder aufbauen für die. Scheint ja ein wichtiges Haus gewesen zu sein. Hier war überall Treibsand. Ja, okay. Gut. Wir haben eine Schaufel. Wir brauchen Stein. Wir werden jetzt erstmal hier eine provisorische Mauer errichten um das Haus herum. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Stein herbekommen. Und wenn wir dieses Dorf hier gesichert haben und einigermaßen in Ordnung gebracht haben, werden wir uns um das andere Dorf kümmern, damit wir da wieder Leben reinbekommen. Ja, so machen wir das. Ja, jetzt die Frage an euch oder die Aufforderung an euch. Wir brauchen einen Namen für dieses Dorf. Ich laufe hier gerade nur irgendwie ziellos in der Gegend rum, aber das liegt daran, dass ich Steine brauche. Wir brauchen Steine, ganz viele Steine. Und hier ist überall das ist jetzt gerade mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier haben wir noch einen schönen See, also Frischwasser haben wir auch. Und da drüben hat Stein, also holen wir uns da mal. Fangen wir mal da drüben an. Und werden uns in den Berg reingraben. Am besten da, wo die Kohle ist. Und werden da mal unter Tage, ich möchte jetzt da die Landschaft nicht so verschandeln, würde ich sagen, fangen wir hier mal an und bauen mal Stein ab. So, und da haben wir ja diese Eisenspitzhacke bekommen. Fackeln haben wir, werden aber noch mehr brauchen, aber das macht nichts, weil wir kriegen ja jetzt hier Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und fangen hier an, quasi, uns in den Berg reinzubauen. Wir brauchen ganz viel Stein erstmal, weil wir werden da eine Steinmauer bauen. Und ich werde mich dann wahrscheinlich auch hier draußen irgendwie mal häuslich niederlassen. Ein bisschen außerhalb vom Dorf. Jetzt bauen wir uns hier erstmal rein, bis es dunkel wird. Ja. Und werde mir hier eine kleine Behausung machen im Berg drin. Kohle, sehr schön. Kohle, Kohle. Dass wir auch ein bisschen Eisen finden. Kohle nehmen wir alles mit für die Fackeln. Ach, ich hätte das Bett vielleicht mit hier reinnehmen sollen. Ja, ich glaube, ich hole mir das Bett noch und dann schlafen wir hier drinnen, weil wir werden erstmal Stein brauchen. Ich hole mir schnell das Bett. Ja, wir werden da in der Mine, was wir jetzt gerade anlegen, uns hinlegen und da schlafen. Wo habe ich mein Bett hingepackt? Hier.
So, okay. Und dann gehen wir wieder zurück zum Berg. Und werden hier uns auch... Das machen wir jetzt gleich, wenn ich eh schon auf dem Weg dahin bin. Wir werden uns hier den Weg hinbauen zum Berg. Ja, den werden wir eh brauchen. Hier ist der schnellste Weg zum unserem Berg. So, das kommt hier alles weg hier. Und es wird Nacht. Dann werden wir uns schlafen legen. Ich höre sie schon. Zack und gute Nacht. Schön schlafen. Gut, wir haben 2 Diamanten. Oh ja, 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 ja. Da werden wir uns ein Diamantschwert machen. Weg. Doch noch einer. Na, sage mal. So, okay. Wir werden uns, ja, einen Koppelweg hier machen. Also mit Cobblestone. Einen Pflastersteinweg. Direkt dahin. So auch als Brücke. Dann haben wir den schnellsten Weg. So, genau, so macht man das. Ja. Ups, das war nicht so geplant. Dann können wir nämlich ganz schnell uns dann auf den Weg zum Dorf machen. Sieht's nämlich aus. Zack, zack, da kommt dann eine. Ah, Quatsch. So. Es sieht jetzt alles noch recht unprofessionell aus, aber das wird noch. Wir müssen jetzt hier erstmal gucken, dass wir eine kleine Infrastruktur aufbauen. Dass wir nicht ständig so viel hüpfen müssen auch, ja. Dass wir einen ganz schnellen Weg zum Dorf haben. So. Wir müssen jetzt dann gleich wieder Cobblestone abbauen. So, wir haben noch ein Cobblestone. Seht ihr, jetzt können wir hier relativ zügig drüber laufen. Und machen uns hier gleich mal noch ein bisschen mehr Platz, weil das sollte ja auch unsere Behausung werden. So, hier ist jetzt nicht ganz so spannend, aber das kriegen wir hin. Zwar habe ich vor, mich hier erstmal, dass ich denn der Dorfbewohner auch nicht so präsent bin, werde ich mich hier einquartieren. Ja, wir machen uns jetzt hier schon ein bisschen Licht ins Dunkle, wie es so schön heißt.
noch eins rausgeben. Nee, machen wir nicht. Wir machen hier. Ich gehe da nicht noch weiter eins raus. Wir machen hier Platz. Hier nicht häuslich niederlassen. Ich werde mir jetzt hier erstmal eine kleine Residenz, sage ich schon. Notunterkunft bauen. So. Ja, so. Bauen wir den Weg weiter, damit wir schneller zum Dorf können. Na. Na, komm her. So. Gut, und dann gehen wir so rum und dann sind wir auch schon ziemlich schnell immer am Dorf. Auch nicht immer gucken. Na komm her. So. Das sieht schon mal gut aus. Wir haben noch 9 Cobblestone. Ja, wir werden hier dann gleich weiter Cobblestone abbauen. So, und Cobblestone Ende. Ein Ofen stellen wir uns mal dahin und naja klar, die Werkbank haben wir natürlich nicht mitgenommen. Und Holz haben wir auch keins. Wir müssen also, stellen wir mal den Ofen dahin, brauchen wir Holz kurz. Nehmen wir uns diesen Baum davor. Na, wo ist meine Holzaxt? Ja, ich renne mit einer Eisenspitzhacke rum und mit der Holzaxt. Das muss mir mal jemand nachmachen. Brauchen ein bisschen Holz hier. Und das werden wir natürlich diesen Weg natürlich noch ein bisschen schöner ausbauen. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz. So, wo ist unser Holz hier? Und eine Werkbank haben wir auch. Sehr schön. Gut, wir brauchen noch mehr Cobblestone. Wir gehen dann deckentechnisch noch eins höher. So, ja, weiter raus gehen wir nicht. Hier ist dann die Wand. Ich mache jetzt erstmal einen groben Umriss hier. Zack, zack. Und das werden wir nachher noch schön mit Cleanstone austauschen. Das will ich hier bloß mal grob das haben. Die Decke gleich noch eins höher. Das hier wird unser Eingang werden. Decke machen wir eins höher.